Hallo, hier ist Dr. Michael Weber von der Europäischen Laser- und TCM-Laserakademie. Heute möchte ich mit Ihnen kurz zusammenfassend besprechen, was sind unsere Erfahrungen nach 20 Jahren Einsatz von Low-Level-Lasertherapie oder heute sprechen wir von Photobiomodulation. Angefangen hat alles mit der Akupunktur, dem schmerzfreien Ersatz der Lichtnadel, der Laserakupunktur als Replacement der Metallnadel. Zunächst eine tolle Möglichkeit, um Kinder und Menschen mit Nadelphobien zu behandeln. Sehr schnell ist uns klar geworden, dass es bei der Lichttherapie nicht nur um Akupunktur geht, sondern dass Laserlicht ganz viele systemische Wirkungen hat. Laserlicht verbessert die Mikro- und Makrozirkulation, die Lymphdrainage. Laserlicht baut Gewebe auf, trägt zu Regenerationsprozessen mit bei. Ausführlich beschrieben in den letzten 50 Jahren, wir haben jetzt mehr als 50 Jahre Erfahrung mit Photobiomodulation, sind die Effekte bei Wundheilungsproblemen, bei diabetischen Ulzerationen. Der Weg ging weiter. Heute gibt es kraftvolle Lasergeräte, Infrarot-Lasergeräte mit hoher Ausgangsleistung, die tief ins Gewebe eindringen, wo auch tiefergehende Pathologien transdermal durch die Haut behandelt werden können. Hüftgelenksprobleme, Kniegelenksprobleme. Wir haben Lasergeräte, mit denen wir systemisch Photonen ins Gewebe bringen können, ohne die Haut zu penetrieren. Das sind Zungengrundbestrahlung zum Beispiel, Knieapplikatoren, die wir einsetzen können. In manchen Indikationen macht es Sinn, auch invasiv mit dem Licht vorzugehen. So ist eine tolle Möglichkeit, die Kombination von einer Methode, die Orthopäden seit langem einsetzen, dem sogenannten PRP, dem Platelet-Rich Plasma, das heißt einer speziellen Form der Eigenbluttherapie, wo man die Blutplättchen, die Thrombozyten, in das entzündete Gewebe, Kniegelenk, Hüftgelenk oder auch Daumensattelgelenk appliziert und anschließend die Nadel benutzt, um gezielt Photonen in dieses Gewebe zu bringen. Hervorragend in der Regeneration des Gewebes, hervorragend in einer ganz schnellen Schmerzreduktion. Dann gibt es die Möglichkeit, den Laser zu kombinieren mit sogenannten Photosensitizern. Wir sprechen da von der sogenannten PDT, der photodynamischen Therapie. Unterm Vorhandensein von ausreichendem Sauerstoff habe ich damit eine Möglichkeit, auch multiresistente Keime, Krankenhauskeime erfolgreich zu behandeln, Viren zu behandeln, Pilzen, Parasiteninfektionen zu behandeln. Wir von der Europäischen Laserakademie sind davon überzeugt, dass der Laser in den nächsten Jahren, wenn es schlecht läuft, vielleicht in den nächsten 10 Jahren, seinen Weg in ganz viele Bereiche der Medizin, in den Mainstream der Medizin bringen wird. Das Wissen um die heilende Kraft von Laserlicht ist explodiert in den letzten Jahren. Einer meiner Kollegen spricht oft von der Explosion wie eine Atombombe. Die Evidenz der Wirksamkeit ist nicht mehr wegzudiskutieren. Da sehen wir von der Europäischen Laserakademie unsere Aufgabe, dieses Wissen zu teilen, zu multiplizieren. Wir werden weiterhin Kongresse durchführen, hier in Deutschland. Ein weiterer neuer Schwerpunkt wird Portugal sein. Aber wir werden auch weiter vertreten sein in Kongressen auf der ganzen Welt. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf dem Weg weiter folgen und wir werden Sie über Neuerungen weiterhin informieren. Lassen Sie die Mitochondrien Ihrer Patienten leuchten zum Wohle der Gesundheit, zur Krankheit, Prävention und Krankheitstherapie. Bleiben Sie gesund, alles Gute für Sie und Ihre Patienten, Ihr Dr. Michael Weber von der Europäischen Laser- und TCM Laserakademie in Germany.